Meine Damen und Herren, ja, herzlich willkommen. Die, wie ich sehe, die Reihen haben sich ja ein bisschen gelichtet. Vielleicht fangen wir mal mit einer kleinen Übung an, aber nicht einschlafen dabei. Wenn Sie vielleicht mal für einen kurzen Moment die Augen schließen und ich nenne Ihnen einige Titel von Bildern, die wir vielleicht im Kopf haben. Das ist zum einen 9/11 oder die Erstürmung des Kapitols oder der Kniefall von Willy Brandt im Warschauer Ghetto oder, was jetzt bei mir nahe liegt, der Tag von Potsdam, der Händedruck von Hitler und Hindenburg. Bevor wir über die lügenden Bilder sprechen, ist es mir wichtig, über die Macht der Bilder zu sprechen. Und wenn Sie jetzt die Augen wieder öffnen, dann werden Sie, denke ich, alle irgendwo bestimmte Bilder im Kopf haben, obwohl es von dem Ereignis doch sehr viel mehr Bilder gibt. Vielleicht haben Sie vom Kapitol in Washington den Typen mit seinem großen Geweih vor Augen und Willy Brandt natürlich, die so diese tolle Geste des Kniefalls. Und von Hindenburg, Hitler, gibt es auch mehrere Bilder, aber wir haben ganz bestimmt nur eins im Blick, das auch in allen Schulbüchern, soweit ich das überblicke, abgebildet war. Dichtung und Wahrheit liegen dicht beieinander, das wissen wir alle. Und mit der Wahrheit nimmt man es auch heute nicht mehr so genau. Aber Lug und Trug, Täuschung und Lüge, gab es das nicht schon immer? Ja, aber sind Fake News, alternative Wahrheiten, nicht auch Begriffe, Entwicklungen, die uns schaudern und fast verzweifelt in die Zukunft blicken lassen? Und wie sieht es aus mit gefälschten und gefakten Bildern und Filmen? Muss man da nicht sich drum kümmern? Gefakte Bilder, lügende Bilder. Ich denke, nie war das Thema so populär wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ausführlich berichteten Medien über den Krieg der Bilder und über die Bilder vom Krieg. Wir hinterfragen kritisch die manchmal wie Reality-Shows in die Wohnzimmer schwappenden Geschichten. Die Medien sprechen oft von Propaganda und Zensur, bezweifeln den Wahrheitsgehalt der Bilder, zitieren kluge Gedanken von Kunsthistorikern oder Philosophen über die Omnipotenz und Omnipräsenz von Bildern, soweit die Medien. Aber stecken dahinter nicht auch oft Zynismus und Heuchelei? Ist die Lüge, die manipulierte Nachricht und das falsche oder gestellte Bild nicht längst zur Routine gekommene Realität? Schließlich gibt es ja nicht nur eine einzige Wahrheit. Sie können das an diesem Bild eines japanischen Fotografen, denke ich, gut nachvollziehen. Je nachdem, wer dieses Bild auswählt, hat vielleicht auch eine eigene Wahrheit. Er verfolgt vielleicht eine Intention. Vielleicht der Fotograf schon, der ein bestimmtes, das Mittelbild, was wir jetzt einfach nur beschnitten haben, rechts und links, geschossen hat. Und vielleicht der Redakteur in den Zeitungen, der eine bestimmte Botschaft transportieren will. Vielleicht auch der Verleger, der auch sein Interesse hat. Es sind doch Gedanken, die uns bei solchem Bild kommen, die uns verleiten zu denken, ja, Hauptsache, die Botschaft stimmt und das Bild, das machen wir uns dann schon. Und schließlich müssen wir doch alle, wie wir uns selbst verhalten. Denken Sie an die sozialen Social-Media-Bereiche. Wir sind dabei, Bilder zu verändern. Wir versuchen, Bilder mit anderen Bildern zu verbinden. Und Sie werden sicherlich sagen, ja, aber das ist doch gar nicht vergleichbar. Schließlich ist das doch eine ganz andere Dimension. Ja, aber vielleicht nimmt auch die Lüge und das gefälschte und manipulierte Bild seinen Schrecken, wenn wir alle damit umgehen. Schließlich werden ja die Lügen, ob jetzt in den öffentlichen Medien oder auch im Privaten, die wir glauben, Wahrheiten, mit denen wir leben
und leben müssen. Dazu vielleicht ein paar Beispiele. In den vergangenen Jahren haben sich Hundertschaften von Publizisten weltweit über die mediale Inszenierung von Kriegen ausgelassen. Gerade die Kriege sind es ja, und vor allem auch, das werden Sie alle in Erinnerung haben, die Kriege im Irak, die Golfkriege, lieferten vielfach Material. Die Beispiele von Bildmanipulationen sind Ihnen vielleicht bekannt. Die vom US-Medien verbreiteten Lügen im ersten Irakkrieg über Babys, die angeblich von der Soldateska Saddam Husseins aus Brutkisten gerissen wurden. Die Ölverschmutzung, die es überhaupt nicht gegeben hat, nicht in dem Ausmaße, wie sie uns in den Bildern vorgeführt wurden. Die als Manöver getarnten Feldzüge und dann die Lügen im Weißen Haus, vom Weißen Haus im Golfkrieg II. Die Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Und es sind ja nicht nur die Amerikaner, die mit Bildern lügen, auch in dem Golfkrieg und im Irakkrieg, Saddam Hussein, die Bilder von durch Raketen zerstörte Krankenhäuser gingen um die Welt. Diese Zerstörung der Krankenhäuser hat es nicht gegeben. Das ist die Spitze des Eisbergs und darunter, das kann ich Ihnen sagen, wenn man sich mit diesem Thema ein bisschen länger beschäftigt, da ist viel Luft nach unten. Bilder drücken Macht aus und haben Macht über uns. Woher kommen sie? Fast alle Menschen, und das ist eine Theorie, die ich verfolge, erleben diese Welt durch Bilder und auch durch den Augenblick. Seit frühester Kindheit lernen wir, die Welt in Bildern zu verstehen. Ständig werden wir Menschen mit Bildern konfrontiert. Wir unterliegen ihrer suggestiven Kraft, ihrer einfachen, eingängigen Bildsprache. Bilder geben uns Orientierung, ihre Sprache, und das ist ganz wichtig, ist international. Und selbst wenn wir die Augen geschlossen haben, denken wir in Bildern, wenn Sie eben am Anfang des kleinen Impulsreferats, wenn Sie sich daran erinnern, dann wird das, denke ich, auch nachvollziehbar sein. Übrigens, was wäre eigentlich, wenn die Ereignisse gar nicht stattgefunden hätten, sondern man uns Bilder geliefert hätte, die gefaked sind? Vor allem unsere Erinnerung an die Vergangenheit lebt auch in Bildern. Menschen sind Bildersammler und Bilderjäger und nehmen ständig Bilder in sich auf. Sie sehen und entschlüsseln sie, sie nehmen das Geschehene, binden es mit der Erfahrung, die man hat, und erweitern ihren Erfahrungshorizont. Bilder, die die Menschen sich von der Wirklichkeit machen, bringen sie in Einklang mit ihren Erfahrungen. Das Gehirn registriert diese Erfahrungen, akzeptiert diese oder lehnt sie ab. Ständige Bildwiederholungen konturieren die Inhalte, schaffen Realität und Geschichte. Eingebettet in kulturelle, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen prägen sie unser kollektives Gedächtnis. Da ist der Einzelne wie die Gemeinschaft abhängig von dem Rahmen, aus dem der erinnernde Stoff geschöpft wird. Je stereotyper das Weltbild, je ausdrucksstarker das einzelne Bild, desto dauerhafter bleiben die Inhalte im Gedächtnis haften. Die Kirche zum Beispiel hat diese Einsichten perfekt umgesetzt. Die wirkungsmächtigsten und stärksten Bilder kommen aus dem Kulturkreis unseres Westens und der christlichen Religion. In der Zeit einer mit verbreiteten Analphabetentums hatten Bilder die Funktion, den Glauben zu festigen und zu verkünden. Doch man muss sich heute fragen, wie steht es um das Analphabetentum heute? Die Formeln, wir glauben, was wir sehen, und wir sehen, was wir glauben, sind schließlich nicht auf die Kirche zu beschränken. Religion und Staat instrumentalisieren seit Jahrtausenden die Macht, die von Bildern ausgeht, und profitieren von der Bildgläubigkeit der Menschen. Auch Politik ist heute ja nur dann erfolgreich, wenn sie Bilder erzeugen kann, die dank ihrer emotionalen Wirkung im Gedächtnis haften bleiben. Altbundeskanzler Schröder hat eigentlich diese Bildmacht perfekt umgesetzt. In 1,30 gibt er ein Statement ab, zögert nicht, er ist glaubwürdig. Aber Sie wissen, was jetzt kommt, wenn ich den Namen Laschet aufrufe. Es gibt natürlich Bilder,
die auch gefährlich für den Gezeichneten werden kann. Ich stehe der CDU nicht nahe, aber der Mann tat mir schon leid, wenn ich dieses Bild vor mir habe, da in Ahrweiler, ihn lachend. Es wirkt zerstörend und es hat wohl auch nicht nur ihn, sondern auch seine Ambitionen zur Kanzlerschaft zerstört. Es gilt auch für einen Finanzminister, der schlechte Arbeit geleistet hat. Wenn der die Rolltreppe runterkommt und fotografiert oder gefilmt wird, dann geht es auch mit ihm abwärts. Heute gibt es in den Medien eine stärkere Bildhaftigkeit als zu allen Zeiten zuvor. Und die Masse der Informationen erdrückt uns schier. Zitat: Wir sind der Tyrannei der Aktualität unterworfen, hat mal eine Fernsehjournalistin gesagt, und sie hat hinzugefügt: Wir haben keine Zeit mehr zu zweifeln, Ambivalenzen, Grautöne oder Widersprüche herauszuarbeiten. Wir müssen uns um die Schlagzeilen kümmern. Und dafür brauchen wir halt starke Bilder. Ich denke, so ein Zitat, das passt auch sehr gut in die anderen Veranstaltungen, die Sie eben gehört haben, gesehen haben und mitverfolgt haben und miterarbeitet haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber uns in die Gefahr begeben, starke Bilder, der starken Bilder wegen, auch die Ambivalenzen und Grautöne einfach wegzulassen. Ob wahr oder unwahr, ob wesentlich oder unwesentlich, ob Meinung oder Wirklichkeit, so behauptet oder tatsächlich, scheint vor diesem Hintergrund kaum noch eine Rolle zu spielen. Wie kommen wir in der Flut der Informationen und Bilder zur Distanz des Reflektierens? Ich weiß es nicht. Wir sind in einem stählernen Hamsterrad, wie ich finde, und der Käfig, in dem sich dieses Hamsterrad befindet, ist toxisch. Gerade wenn der Schlachtenlärm am stärksten ist, gerade wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht, dann wird mit gefälschten Bildern gearbeitet. Wenn wir zurückverfolgen, historisch betrachtet, dann gibt es seit 1855, als Frenton den Krimkrieg fotografierte, eigentlich schon gelogene Bilder. Wir sehen im Grunde genommen bei den Bildern Soldaten, die im Gras liegen, sie stopfen ihr Pfeifchen und ein paar Kanonenkugeln liegen neben ihnen, aber vom Krieg ist nichts mehr zu spüren. Als das erste fotomechanische Bild in den Medien erschien und die druckgrafische Entwicklung weiterging, hatte das Bild, die Abbildung eigentlich den Nimbus der Objektivität längst verloren. Mit der Fotokamera scheint erstmals eine produktive Reproduktion von Wirklichkeit möglich. Fotos und Film können offenbar bezeugen, dass ein Ereignis so und nicht anders stattgefunden hat. Eine Welt entsteht, die nicht mehr durch Hörensagen vermittelt wird, sondern durch das Bild, und wir glauben alle, dass es authentisch ist. Heute legendär sind frühe Beispiele aus der Herrschaftspraxis von Josef Stalin. Das ist ja, glaube ich, vorhin schon angesprochen worden. Man hat Personen aus dem Bild herausgeschnitten. Ich habe auch eine gewisse Zeit gebraucht, um zu verstehen, wie man das eigentlich machen konnte, weil man ja eigentlich oft gesehen hat, dass diese Bilder bearbeitet worden sind. Man spricht ja von der Damnatio Memoriae, das Auslöschen der Erinnerung, bis ich dahinter gekommen bin, dass man ganz bewusst auch allen zeigen wollte, dass hier die Erinnerung an eine Person getilgt werden sollte. Man hat sich gar keine Mühe gegeben, das zu verschweigen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Dubček, der Reformer, der auch aus dem Bild herausgeschnitten wurde, und es blieben auch noch Schuhspitzen von ihm stehen, also man ahnte, dass da noch jemand war. Und auch das ist ein Signal an alle, die
Gefahr liefen, auch dieses Schicksal zu erleiden. Technisch ist es heute ein Kinderspiel, Bildlügen zu produzieren. Die Motive aber sind alle die gleichen geblieben. Ich glaube, es geht im Wesentlichen um Macht, um Geld und um Einfluss. Lügen sind Desinformationen, und wenn der Schlachtenlärm laut ist, dann sind diese Lügen am stärksten. Ich habe es eben schon gesagt, aber das war seit Bismarck schon so. Bismarck sagte zum Beispiel, es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Winston Churchill hielt die Lüge für einen wesentlichen Teil der Kriegsführung. Und der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen im Irak hält Propaganda und falsche Bilder für die legitimen Mittel im Kampf. Inzwischen wurden aber andere Register gezogen. Sie kennen alle den Begriff Embedded Journalism, und das gilt auch für Bilder. Wenn Sie sich an die Kriege im Jugoslawien erinnern, dann erinnern Sie eigentlich keine Toten. Sie erinnern vielleicht Bilder mit Grauschleiern, grün flimmernd, und ich frage mich, ob da nicht auch die Wirklichkeit uns verheimlicht wird, und es sind auch gelogene Bilder, Bilder, die uns glauben machen sollen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Es gibt ernsthafte und große Zweifel, ob wir in Zukunft überhaupt noch Wahrheit sehen werden. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, dass uns die Bilder auch nicht mehr erreichen. Das hängt ab von vielen Faktoren. Zum Beispiel von den Sparmaßnahmen auch in den Medien. Heute können Redakteure gar nicht mehr in die Krisenregionen reisen, sondern sie bedienen sich im Internet und sie versuchen, aus den Bildern Geschichten zu formen. Man muss sich natürlich auch fragen, ob die Menschen überhaupt die Wahrheit hören wollen. Vielleicht ist es Zeit für eine Publikumsbeschimpfung. Die Lust am Thrill, die Furcht vor der Langeweile, die Liebe zum Klischee, alles das sind ja Dinge, die auch dazu führen, dass Bilder manipuliert werden. Hier sehen wir übrigens ein Beispiel eines Anschlags 1997 am 17. November in Luxor, eines terroristischen Anschlags. Die Zeitung, die wir hier herausgesucht haben, ist Blick, eine Schweizer Zeitung, weist darauf hin, dass es kein deutsches Phänomen ist, die manipulierten Bilder. Die Blutlache, die Sie da sehen, die hat es so nie gegeben. Es war oben auf den Treppen sehr wenig Blut, und da wurde nachgeholfen. Was Sie übrigens auch von anderen Berichterstattungen immer wieder haben, manchmal erreichen Sie die Öffentlichkeit, die Kritik, weil Wolken und Explosionen nochmal nachgearbeitet wurden. Meiner Ansicht nach sind die Dämme längst gebrochen. Warum sollte eigentlich nicht die unglaubliche Geschichte von dem Film Wag the Dog, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, wenn Sie ihn nicht kennen, schauen Sie sich ihn bitte an, einmal Wirklichkeit werden? Oder hat die Wirklichkeit eigentlich schon längst begonnen? Es gibt ein Zitat von Bill Gates, was ich für sehr aussagekräftig halte. Wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe der Menschen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist für mich kein Zweifel. Es ist höchste Zeit, finde ich, dass die Diskussion über das Thema lügende Bilder, manipulierte Bilder in die Schulen gehört. Wir arbeiten daran, die Ausstellung, die vorhin aufgerufen wurde, die als Wanderausstellung durch ganz Deutschland, aber auch durch das europäische Ausland gewandert ist, hatte 1,8 Millionen Besucher. Ich denke, dass das Thema auch sehr spannend ist und interessiert. Ich denke, die Botschaft ist klar, wir sollten unseren Augen nicht mehr trauen, sondern wir sollten unseren Verstand aktivieren. Bildkompetenz ist heute genauso wichtig wie Sprachkompetenz. Wir können alles erst durchschauen und erkennen, wenn wir Filme und Bilder sehen und verstehen lernen. Erst dadurch erlangen wir, glaube ich, politische Kompetenz. Zum Abschluss vielleicht noch ein Bild, was Sie aufmuntert, weil es so irre ist. Es zeigt verschiedene
Das ist hier zum Beispiel Mussolini, auch etwas, was immer wieder gern gemacht wird. Es gibt auch Bilder von Sarkozy, wo Menschen die Pferde halten. Es gibt bei Männern offenbar die Neigung, sich auf hoch zu Ross zu setzen, auch heute noch, und sich dann abbilden zu lassen. Aber die reiten eigentlich nicht, sondern sie stehen in Pose wie ein Denkmal. Dieses Bild hier, von dem ich eben schon sprach, was die irre Situation andeutet. Stefanie von Monaco bekommt ein Kind. Es sind immer unterschiedliche Babys abgebildet, interessiert uns aber eigentlich gar nicht, sondern wir nehmen das zur Kenntnis, zumindest diejenigen, die anfällig sind fürs Boulevard, und sagen, ach, das Kind ist schon da, das war aber noch gar nicht da, als diese Bilder gemacht wurden und diese Titelseiten entstanden haben. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie im Umgang mit Bildern etwas sensibilisiert wurden und sage, ja, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen in Zukunft. Vielen Dank.